Hallo, wir befinden uns heute in Dortmund auf der Hohenseeburg, die auch Seeburg oder Segiburg genannt wird. Und es ist nicht ganz sicher, wann quasi die allererste Burg gebaut wurde, die wir jetzt hier sehen. Die ist sowieso später entstanden. Das älteste Datum, was diese Burg haben könne, stammt aus dem Jahr 550. Das ist aber nicht ganz sicher. Man hat einen Grabstein gefunden gehabt, der hat auf dieses Jahr datiert. Den hat man hier quasi durch Heraufwachsen eines Baumes gefunden. Die Burg damals zu dieser Zeit war noch unter Herrschaft der Sachsen gewesen, angeführt von Widukind. Und es kam im Jahr 775 zum Kampf im Rahmen der Christianisierung mit Karl des Großen, der die Franken geführt hat. Sein Ziel war es quasi, die heidnischen Sachsen vom Christentum zu bekehren und hat ihre Burg angegriffen. Er hat tatsächlich dann auch gewonnen und hat eine zweite Burg hergerichtet. Und genau wie die erste war die nur so eine Art Holz-Lehm-Konstrukt, also nicht das, was wir jetzt quasi hier so im Hintergrund sehen und den Rest des Videos dann sehen werden. Zeitgleich hat er auch eine Kirche gebaut, die werden wir uns auch anschauen, die Kirche zu St. Peter. Die befindet sich ja ganz in der Nähe. Und dazu gibt es auch noch den sogenannten Petersbrunnen, der dann gesegnet wurde und deswegen heiliges, geweihtes, manche sagen auch gesundes Wasser enthalten möge. Und im Jahre 1150 kamen die Kölner Erzbischöfe, haben die Kirche und die Burg quasi erworben, sage ich mal, haben dann die Restaurierung durchgeführt und haben daraus diese steinernen Gebäude gemacht, die wir heute so sehen. Und auch dann passierte eine ganze Zeit lang erstmal nichts. Bis zum Jahre 1857, da wurde der Finke-Turm gebaut, der ist nicht im Bild, den schauen wir uns aber auch gleich an. Hat mit der Geschichte nur so relativ was zu tun. Aber alle drei kommen eigentlich dann zum Zweiten Weltkrieg zusammen. Da sind die nämlich durch Bombenangriffe teilweise zerstört worden, wurden aber wieder restauriert, bis auf die Ruine, die ist quasi verfallen geblieben, nicht nur durch das Bombardement, sondern auch im Jahr, mittleren Jahre, sagt man so ungefähr 16. und 17. Jahrhundert, hatten die Erzbischöfe kein Interesse mehr gehabt und haben die mehr oder weniger dann verfallen lassen. Und jetzt ist es natürlich ein Denkmalschutzgebiet, was hier so wunderbar steht. Und ja, wurde wie gesagt alles mal wieder aufgebaut. Und das schauen wir uns heute an. So, was hat das jetzt mal vom geschichtlichen Background gesehen mit Parapsychologie zu tun? Naja, sehr bekannt ist natürlich das Spukhaus in der Hohenseeburg, wobei das nicht ganz richtig ist, weil das stand nie hier an der Burg, sondern es war ein Haus in der Nähe. Und ja, natürlich in den Foren, jeder kennt das höchstwahrscheinlich, war sehr berühmt. Und da ist aber so viel Mist gebaut worden, Leute sind illegal rein, haben Schäden gemacht, satanische Messen, Feuer, Einbrüche. Sprich, das Ding wurde immer wieder zerstört, egal wie gut man das abgesichert hat. Und das hat die Stadt natürlich irgendwann genervt, die haben gesagt, okay, dann reißen wir das ab, jetzt stehen da quasi nur noch Reste. Und in den Foren ging dann so ein bisschen die Diskussion los, ist denn jetzt doch noch ein Spuk, ist der vielleicht auf der Burg? Es hat sich dann so ein bisschen vermischt, es ist anzunehmen, dass sich diese Sachen nur auf das alte Spukhaus beziehen. Aber mir hat auch jemand, der hier war vor kurzem, ein anderes Team berichtet, dass sie mit einer medialen Person waren und die hätten im Finke-Turm eine Persönlichkeit gespürt, haben aber natürlich keinen handhabenden Beweis. Und wir versuchen natürlich jetzt der Sache so ein bisschen auf die Spur zu kommen und zu schauen, ist hier was, können wir irgendwas feststellen. Ihr seht, wir sind hier am Tag, einfach um dieses relativ weitflächige Gebiet mal abzugehen. Ist nebenbei ein wunderschöner Ausflugsort auch. Und es ist aktuell auch sehr viel Publikumsverkehr. Das heißt, wir werden nur sehr unterbrochen filmen und forschen können und können sowieso auch keine statischen Sachen machen. Deswegen der Forschungsanteil wird sich heute so ein bisschen in Grenzen halten. Heute ist eher so Begehung und Dokumentation. Später werden wir, sofern das denn irgendwann wegen Corona möglich ist, nachts nochmal herkommen und dann unsere Untersuchungen dann intensivieren. So wie man bei Jan sehen kann, wir haben beide dasselbe K2, aber bei dem ist die erste Lampe schon ein bisschen defekt. Das, was ich in der Hand habe, ist das neuere. Und beide zeigen aber hier auch, darum geht es eigentlich, die Steine, die haben selbst anscheinend keinen großen Metallanteil. Und deswegen haben sie kein stark genuges Magnetfeld, das sie selbst emittieren. Das heißt, falls wir hier irgendwann eine Ablesung haben, stammt das nicht von den Steinen, das Stückchen Rost, was wir haben, von irgendeiner Justierung, wird auch nicht dann daherkommen. So, was wir hier sehen, Leute haben auch ihre Schlösser hier dran gemacht. Und ganz bekannt ist ja die eine Schlösserbrücke, wo als, sagen wir, für jeden Besucher auch so ein Schloss dran macht und zeigen, hier war er, wo da so ganz viele dran sind. Und anscheinend ist er jetzt quasi hier auch so ein bisschen gebraucht geworden. Sind jetzt noch nicht ganz so viele, aber überhin ist schon einiges. So, hier befinden wir uns bei einem der beiden Kriegsdenkmäler. Und dieses Kriegsdenkmal ist für die beiden Weltkriege, die geführt wurden. Und an den Tafeln, die hier stehen, sind quasi ein paar der Namen aufgelistet von den Leuten, die gefallen sind.
ist natürlich deutlich später errichtet als der Gesamtkomplex. Hier ist dann hinzugefügt worden. Und wie man sieht, wird es auch immer noch schön gepflegt hier. Alte Blumenkränze und Gedenkkerzen. Also es ist auch nicht so, dass das quasi komplett vergessen ist. Wir haben 23 Grad ungefähr und über 40% Luftfeuchtigkeit. Geht natürlich nach oben. Wir hatten ja ungefähr gerade so 44% gehabt. Jetzt wird wahrscheinlich nicht viel geändert. Wird sich wahrscheinlich viel geändert haben. Geht langsam hoch, wahrscheinlich so 43-44%. Genau. Wird sich wieder anpendeln. Und liegt halt auch daran, dass die Temperatur steigt natürlich. Dass jetzt halt es mehr als immer zum Mittag geht, die Sonne kommt massiv raus und die hitzt ja alles auf. Ja, ansonsten ist hier alles ganz, ganz brav und ruhig. Die Stelle ist auch auffällig, dass man hier die Nässe überall runterkommt oder dass wieder was gekurbelt hätte. Ja, kannst du mal irgendwie näher gehen? Ob die Luftfeuchtigkeit sich erhöht, ob das Nässe ist? Ich kann es mit der Hand nicht fühlen. Ich glaube auch schon, dass das nass ist. Es fühlt sich ein bisschen kälter an. Oben ist halt Bewuchs, ne? Ja, ja. Aber aus irgendeinem Grund scheint das hier Wasser anzuziehen. Ja, 44 immer noch. Ja, gut, es strahlt auch nicht so viel. Aber kannst du mal mit der Hand anfassen? Ich finde, es fühlt sich kälter an. Und kalt und feucht ist ja ähnlich, wenn es nicht so. Das fühlt sich halt so ein bisschen feucht an. Ja, ja, ich würde nämlich auch sagen, dass es feucht ist. Ich würde aber nicht sagen, dass es viel kälter ist. Nee, aber ich sage nur Kälte und Feuchtigkeit. Aber du siehst ja hier vorne. Ja, nee, Flächen. Sind das Flächen? Das sind Flächen, das sind Landkartenflächen. Das aber hier auch. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das eine feuchte Stelle, aber nichts Besonderes. Ich würde auch sagen, auch da ist ja auch feucht. Durch den Bewuchs da oben. Ich meine, gut, dort ist es natürlich klar, ne? Da ist extra, ich sage mal, fast die natürliche Regenrinne. Das ist ja quasi eine Rutsche. Ne? Genau. Aber hier ja theoretisch auch schon fast. Ja, klar, geht's da. Wenn es da oben drauf regnet, rutscht es hier runter. Ja, ich meine, das sieht man ja auch fast schon, dass das Wasser ja theoretisch den Stein schon ausgewaschen hat. Ja. Das wird er ja gerade, das ist ja theoretisch schon angeschrägt. Richtig. War das so eine Kapelle oder was? So ein Schloss? So ein Burgkapelle-Ding oder so? Naja, die Erzbischöfe haben es gebaut. Was das war? Kann ich jetzt nicht sehen. Weil, das, wie gesagt, die haben eine eigene Kapelle gebaut, das heißt eine Kirche. Ja, das erinnert so ein Schloss für Dings. So ein kleiner Schrein vielleicht, so als Reihe. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. XY. Hat nicht viel geholfen, würde ich sagen. Nee. Aber ganz ehrlich, das hier scheint ein Platz für Liebende zu sein. Hier sind überall Herzen. Verschiedenste Formen, Kreide, geritzt würde ich schätzen. Ich meine, die Höhe passt fast.
Das wäre jetzt ein fürs Paraglider. Aber wenn jetzt irgendjemand hier reingeht, haben wir wieder ein verfälschtes Ergebnis. Können wir den Publikumsverkehr hier auch momentan natürlich nicht aufhalten. Aber ganz ehrlich, hier wäre ein guter Ort für Paraglider und Audioaufnahme. Das soll ein bisschen geschützt sein. Ja, ja, vor allem, es ist von der Akustik her sehr gut. Das hört man vielleicht im Video ein bisschen. Das hat hier einen Schall, aber kein unangenehm, sondern eher raumklangmäßig. So, wir sind jetzt gleich bei dem großen Kriegerdenkmal und wenn man mal schaut, von da hinten sind wir gekommen, da sind wir noch ein bisschen verborgen, der Finke-Turm und auch natürlich die Ruinen der Grönseburg und da sind ein paar hundert Meter Unterschied und ja, jetzt sind wir auf dem Weg bei einem anderen Objekt hin und schauen uns das mal kurz an, aber da soll eigentlich nichts passieren laut Berichten. So, das ist die St. Peter-Kirche, wie am Anfang schon angesprochen, die wir uns jetzt auch anschauen werden. Der gute Mensch hier hat mir gesagt, dass sie auch frei zugänglich ist in der meisten Zeit, aber manchmal zu sein kann. Doch wir haben schon gerade Leute reingehen gesehen. Wir schauen mal, ob wir da vielleicht jetzt ein paar brauchbare Aufnahmen und Messungen machen können. Ansonsten müssen wir auch mal schauen, ob wir vielleicht dann auch nachts reinkommen. Aber so schauen wir uns erstmal auf jeden Fall die Location an. Selig im Herrn. Selig im Herrn. Bei sein Entschlafen. Selig im Herrn, sein Entschlafen, sprich so viel, wie ich es verstehe. Ach, die haben das schlecht geteilt. Selig im Herrn entschlafen. Ei, ei, ei. Früher hat man es vielleicht auch nicht zusammengeschrieben. Das weiß ich nicht. Doch, hat man. Oh, da. Aber das sieht doch genauso aus, oder? Sie bin ich da jetzt im Irrtum. Alle so, guck mal, diese. Die sind, glaube ich, enorm. Aber das hier ist das Templerkreuz. 16,6.
Aber auch das ist ein gotisches Kreuz, meines Erachtens. Also die Gräber sind schon ganz schön alt. Wie gesagt, es soll ab seit 9. Jahrhundert sein, aber die richtig alten Grabsteine sind wohl in der Kirche, die ist verschlossen. Aber die Gräber hier sind so auch 1600 aufwärts, haben wir jetzt schon gefunden. Oh, das ist zweiseitig beschriftet. Sieht cool aus, ne? Schönes Totenkopf, schöner Totenkopf in der Mitte. Also fürs Protokoll, die ganze Zeit keinerlei Ausschläge oder so, es bleibt immer auf dem ersten, wir haben hier kein Magnetfeld, was sich irgendwie verändert. So, wir sind jetzt mit den, sagen wir, ein Objekt bis drei Objekten, je nachdem wir es zählen, durch. Erstmal, wo wir jetzt unterwegs waren, wir haben selbst nichts messen können erst einmal, nichts festgestellt. Ich schaue mir natürlich nochmal die Aufnahmen hinterher an, ob da was drauf ist, aber es war halt auch sehr viel Publikumsverkehr, auch wenn wir das jetzt auch in dem Video natürlich rausgeschnitten haben. Allein schon wegen Patentrecht, Persönlichkeitsrecht und so weiter, Datenschutz. Aber wir wollen auf jeden Fall nochmal nachts herkommen. Wir kennen jetzt die Location. Wir werden uns Gedanken machen, was wir wie, wo aufbauen. Und wenn das dann irgendwann möglich ist mit den Ausgangsbeschränkungen etc., werden wir auf jeden Fall nachts nochmal an die verschiedenen Orte gehen und hoffen, dass wir dann, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und sich eventuelle Entitäten nicht gestört fühlen könnten, falls es welche gibt, dass wir dann nochmal versuchen, was zu finden. Und ja, jetzt gleich findet ihr dann noch kurz hinterher die Auswertung von der Begehung. Mal schauen, vielleicht ist ja doch noch was passiert. Willkommen zur Nachbesprechung unserer ersten Begehung, unserer ersten Untersuchung der Hohen Sieburg in Dortmund. Wir haben uns jetzt zusammengesetzt, haben das Material gesichtet und ausgewertet. Viel konnten wir aufgrund des Publikumsverkehrs nicht machen. Wir konnten quasi nur normale Videoaufnahmen machen. Das auch nur unterbrochen, damit wir nicht irgendwelche Persönlichkeitsrechte verletzen bzw. die touristische Aktivität dort massiv unterbrechen. Daher konnten wir auch nur EMF-Messungen und Messungen der Luftfeuchte und Temperatur mit dem Humiditätsmeter machen. Und nach Sichtung aller Sachen können wir mit guter Gewissheit sagen, wir haben keinen objektiven Beweis gefunden, dass irgendwas Seltsames dort vor sich geht, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren. Es gab keine Ausschläge des EMF-Meters, es gab keine Temperaturanomalien oder Schwankungen. Das sind ja die beiden Sachen, in denen sich Geisterphänomene am ehesten äußern, quasi die Aktivität am ehesten zu messen ist. Das haben wir alles nicht gefunden und deswegen können wir sagen, zumindest für den Zeitpunkt, wo wir da waren, da ist nichts oder beziehungsweise da war nichts. Das heißt natürlich nicht zwingend automatisch, dass da überhaupt nichts ist, weil das war quasi eine Stichprobe. Wir waren einmal am Tag da und da war nichts, das ist eine Stichprobe. Und deswegen machen wir es immer so und werden das auch hier genauso machen, dass wir noch ein zweites Mal zu dem Objekt gehen. Diesmal werden wir in der Nacht hingehen. Dazu muss ich allerdings sagen, gibt es eine kleine Einschränkung. Wir werden die Ruine der Hohen Sieburg abgehen nochmal, auch den Finke-Turm und das große Kriegerdenkmal.
Aber die St. Peter-Kirche wird aus der zweiten Untersuchung bei Nacht ausgeschlossen sein, was daran liegt, dass die Kirche uns mitgeteilt hat, dass sie nachts dort keine Besucher wünscht. Und das schließt uns selbstverständlich natürlich mit ein und dann halten wir uns natürlich auch ganz brav da dran, keine Frage. Warum gehen jetzt natürlich nachts nochmal hin? Ja, erster Punkt natürlich, wie ich schon sagte, ist eine Stichprobe gewesen. Man kann von einmal nicht automatisch einen Rückschluss ziehen. Man muss ein paar Mal hingehen und so öfter man da ist, umso eher kann man mit Sicherheit was sagen. Weil hier kann man immer noch das wissenschaftliche Gegenargument bringen. Ja, ihr wart an einem Zeitpunkt da, woher wisst ihr, dass es einen anderen Zeitpunkt nicht ist? Das führt natürlich quasi in eine Endlosschleife, weil man sagen kann, ihr wart jetzt 1000 Mal da, vielleicht ist beim 1001 Mal was. Das führt aber zu weit. Allerdings ist natürlich genauso unwissenschaftlich zu sagen, anhand einer einzigen Begehung können wir jetzt schon perfekten Rückschluss ziehen. Das klappt in der Regel nicht. Und so ist es auch hier. Hier klappt das auch nicht. Deswegen gehen wir noch ein zweites Mal dann, wie erklärt, dahin. Wir gehen auch nachts dahin. Erstens, weil der Publikumsverkehr dann natürlich deutlich niedriger ist. Sprich, wir haben weniger Störungen, können hoffentlich ungestört arbeiten und auch ein bisschen mehr versuchen. Und der zweite Punkt ist der, dass nachts, vor allem in der sogenannten Geisterstunde, die zwischen 3 und 4 Uhr ist, die Aktivität für Phänomene in der Regel am höchsten ist. Warum das so ist, das weiß aktuell noch gar keiner. Und wir hoffen natürlich, dass wir im Rahmen unserer Forschung irgendwann einmal genug Daten gesammelt haben, genug Material gesammelt haben, um diesbezüglich eine signifikante Theorie zu formulieren und die dann hoffentlich mit Versuchen irgendwann einmal zu bestätigen. Jetzt aber erstmal einmal steht quasi die zweite Begehung nachts der Hohensiburg an. Das erste jetzt, was wir haben quasi, war eher eine Mischung zwischen Natur- und einer Kultur-Doku. Wir haben viel Natur gesehen, wir haben viel von der Kultur gesehen. Ihr habt gesehen, aufgrund der Sachen konnten wir auch nicht viele Experimente machen. Deswegen ist das Video wirklich eher auf die Location statt auf irgendwelche Forschungen in dem Fall fokussiert. Und ich hoffe aber, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt zumindest mal die Location kennengelernt und wir haben den Vorteil, wir kennen jetzt den Ort, wir wissen genau, wo wir uns darauf einlassen, wie wir uns orientieren können und können schon mal vorab planen, was wir wann, wie, wo machen. Das ist auch gut, das ist auch eine Erkenntnis, die wichtig ist. Und als letztes blieb mir noch zu sagen, wir wünschen uns natürlich, dass ihr Freude daran habt. Das heißt, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder auch wenn euch etwas gefallen hat, dann gebt gerne Bescheid. Ich kann nur sagen, die Untersuchung, wo wir dann freier arbeiten können und wo wir auch mehr den Fokus wirklich auf die Dokumentation unserer Experimente legen können, wird natürlich auch der Fokus dahin gehen. Ansonsten aber könnt ihr sehr, sehr gerne sagen, was wir vielleicht noch besser machen können oder was wir schon gut gemacht haben. Dann wissen wir, dass wir euch auch was bieten können, wie es euch gefällt. Und würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Ein Daumen hoch ist auch natürlich ganz nett, hilft immer ungemein. Und wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch über PayPal tun. Dazu findet ihr einen Link in der Videobeschreibung, da wir natürlich auch unsere Forschung hier komplett selbst finanzieren. Sowohl finanziell als auch mit Zeit und Mühe sind wir natürlich für jede Hilfe dankbar und würden uns natürlich freuen, dass wenn euch das, was wir machen, gefällt und ihr gerne diese Forschung unterstützen wollt, dass ihr das darüber dann tun könnt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Gerne könnt ihr natürlich unsere verschiedenen Playlisten abgehen, die seht ihr hier gleich in der Endcard aufgeploppt. Oder aber ihr geht einfach auf unseren Kanal und sucht selbst nach den entsprechenden Videos. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn es euch gefallen hat und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen.
und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.